Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Union Kurs. So, beim letzten Mal wollten wir jetzt ein Gespräch mit Chirrut hier haben. Deswegen sind wir jetzt wieder in Daybreak Town. Ja. Die Welt war pure Dunkelheit. Aber ich wurde in eine strahlende Welt geboren, die von einem brillanten Licht erschaffen wurde. Umhüllt wurde. Von innerhalb dieses Lichts hat mein Meister mich angesehen und gelächelt. Finde Chirrut in Daybreak Town. Da gibt es etwas Wichtiges, was er dir sagen möchte. Gut. Wir erledigen natürlich wieder alle Gegner. Was auch sonst. Okay. Das war schon alles. Wo ist Chirrut? Teil 2. Jetzt kriegen wir das Intro von Daybreak Town. Vorher war alles noch kein Daybreak Town. Jetzt ist erst Daybreak Town angefangen. Sieht so aus, als würdest du dich an das Ding gewöhnen. Du siehst auch ein bisschen so aus. Es wird Zeit, dass du lernst, wie das alles zustande kam. Bevor er verschwunden ist, da hat derjenige die Namen von 6 seiner Schüler gemacht. Und das Buch der Prophezeiung zu 5 von diesen gegeben, die jetzt als die Propheten bekannt sind. Die 5 haben das Manuskript gelesen und waren schockiert von dem letzten Eintrag. Das schicksalshafte Land wird ein Kampfort für einen großen Krieg. Licht und wird verschwinden, wird besiegt und verschwinden, während die Dunkelheit sich komplett, wie immer gewinnt. Sie haben sich dazu entschieden, die Kraft des Buchs zu nutzen, um das vom um so dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Die Medaillen, die du nutzt, sind eine dieser Kräfte.
Sie beinhalten unvorstellbare Kräfte aus der Zukunft, um das Licht zu beschützen. Und sie halten die Welt sicher vor der unausweichlichen Dunkelheit. Und was die Propheten angeht, du solltest wissen, dass sie dasselbe Ziel haben, aber sie nicht demselben Weg folgen. Verliere nicht deinen aus den Augen, okay? Besiege die Herzlosen in diesem Gebiet und sammle Lux. Damit sind wir jetzt auch beim Hauptaufgabe des Spiels mal endlich angekommen. Nämlich, wir sollen Lux sammeln. Das ist unsere große Aufgabe. Ja. Und was ist Lux? Wir kriegen es davon, dass wir Herzlose besiegen. Also praktisch, dass wir Dunkelheit in Licht wandeln. Und Lux ist das lateinische Wort für Licht, wenn ich mich recht entsinne. Demzufolge, ja, sammeln wir halt Licht. Das ist ein Thema, was in diesem Spiel ganz groß ist. Licht. Und ich bin der Meinung, dass das auch an anderen Stellen dazu kommt. Und sollte ich jemals endlich mal meine angekündigten Kingdom Hearts Videos machen, werde ich das auch mal näher beleuchten. Aber bis dahin, das nur so kleine ansprechende Dinge von mir. So. Lux Collection Part 2. Wie ihr seht, die Gummitypen sind übrigens immer noch da. Es hat definitiv nichts damit zu tun, dass sie nur bestimmte Grenzen haben an Gegenständen oder. Ach, ja, ich kann jetzt schlecht erklären, was ich meine. Dass das Gummischiff da ist. Es sind nicht nur Gummiblöcke von dem Gummischiff, so. Ich hätte da einen klitzekleinen Gefallen. Du weißt doch, was die wie die Schattenquasar-Herzlosen aussehen, nicht wahr? Dunkelball im Deutschen wäre die direkte Übersetzung, aber wir haben die Schattenquasar-Übersetzung gekriegt. Ich brauche dich, um sie loszuwerden. Bitte? Sie besuche den Zwergenwald und werde die Schattenquasare in der Welt los. Der Pekton ist halt immer so eine so Intermezzo zwischen den verschiedenen Welten. Kommt halt immer mal wieder vor. Und das wird sich noch eine ganze Weile so ziehen. Es wird sich das ganze Spiel ziehen. Aber es wird auch halt immer mal wieder interessanter. Und irgendwann werden wir auch Disney-Welten abschließen, dann geht's halt öfters mal durch eine komplette Disney-Welt oder sowas. Dann muss man nicht immer ganz so oft um die Welten reisen. Wie soll ich jemals die anderen finden, mit all diesen Ungetümen, die hier herumfliegen? Und diese, was sind da diese Dinger? Ich habe sie noch nie zuvor in meinem Leben gesehen. Okay, da oben sind auch Gegner. Kann ich wenigstens mal den Schlafraum der Zwerge zeigen. Auch eine Sache, hier muss man storytechnisch, glaube ich, niemals rein, tatsächlich. Und, ja. Trotzdem kann man ihn mal wenigstens besuchen, finde ich gut. Wie gesagt, ich möchte es ja auch unter anderem machen, um diese ganzen Gebiete zu zeigen. Wenn ich nicht sicher bin, ob ich wirklich alle Gebiete zeigen kann, wenn ich jetzt nur die Story-Quests mache, aber besser so als gar nicht. Hey du!
Ich hab ein paar von diesen Ungetümen drüben in den Sümpfen gesehen. Willst du dich nicht um sie kümmern? Ich finde die Zwerge so unglaublich schwierig zu synchronisieren. Beziehungsweise zu besetzen. So. Mir echt gewünscht, dass es eine deutsche Version von diesem Spiel gibt. Beziehungsweise ich wünsche mir immer noch, dass dieses Spiel halt einfach eine gute 3D-Version kriegt. Die würde ich dann wahrscheinlich jetzt beenden. Naja. Ich weiß nicht wie, aber sie haben ihren Weg in die Mine gefunden. Gut, dann gehen wir zur Mine. Ich fand es auch ein bisschen. Diese Quests hier sind natürlich ziemlich langweilig gefühlt, weil. Also, man muss sich ja vorstellen, man kämpft jetzt die ganze Zeit mit Quests, die kein Ziel haben. In der Hoffnung, dass dann endlich mal ein bisschen Story kommt, und dann kommt die Story von wegen, ja, töte halt diese Herzlose. Das ist halt richtig bitter. Deswegen ist es echt anstrengend am Anfang des Spiels. Wird halt erst später richtig interessant. Vor allem, da die Gegner hier alle keine Herausforderungen sind. Die späteren Herzlosen. Das ist übrigens ein bisschen schade. Also es gibt halt einen Teil im Spiel, der macht super viel Spaß, weil man dann halt anhand von Taktik das Spiel praktisch ganz gut meistern kann. Aber dann übertreiben sie es so hart, dass es halt schon schwierig ist, mit Taktik dann noch hinterherzukommen. Vor allem, weil du dann halt jede einzelne Medaille irgendwie extra aufrüsten musst, weil du ganz, ganz spezielle Kombinationen brauchst. Und das ist halt echt nicht schön. Sind überall. Lasse keinen Stein unumgedreht. Und ja, wenn es halt so wäre, dass man sagen könnte, okay, es ist jetzt einfach jedes Mal so, wäre schön, ist auch nicht. Stattdessen ist halt wirklich nur ein ganz kleiner Bereich, der wirklich explizit Spaß macht. Und ich habe den leider im Portmodus schon geschafft, diesen Bereich. Und jetzt bin ich halt an einer Stelle, wo ich nicht mal mehr weiß, wie ich noch gewinnen soll. Mittlerweile werde ich durch den Normal Mode problemlos durchkommen. Ich werde auch alle Objectives im Normal Mode schaffen, denke ich mal. Aber bei der Hard Mode, den schaffe ich einfach nicht in der Zeit. Danke sehr. Ich wusste, dass du diesen Job hinkriegen würdest. Ich frag mich, wo sie hergekommen sind. Wunderland scheint auch infiziert zu sein. Naja, ich brauche dich, sich da um sie zu kümmern. Ich hoffe, du bist bereit für diese Aufgabe. Besuche Wunderland und erledige die Schattenquasi Herzlose in der Welt. Auch ein Grund, warum ich das jetzt hier let's playen möchte, ist halt, weil es gibt auf YouTube zwar verschiedene Quests und sowas. Quatsch, verschiedene Quests, sag ich. Die verschiedene Videos, die Story zusammenfassen, sind aber sehr geordnet. Und das ist das Spiel halt nicht. Das Spiel lässt dich immer von Welt zu Welt springen, während die Videos halt wirklich nur, da ist diese Welt und die ist zusammengefasst und so Zeugs halt. Und teilweise bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich so sonderlich viel Sinn ergibt, weil, naja, da kommen halt noch ein paar Storyplots und es wäre halt schön,
Wenn es halt auf YouTube vernünftig zu finden wäre in der tatsächlichen Unicorns-Reihenfolge. Deswegen mache ich das halt als Let's Play, weil man dann halt die exakte Reihenfolge sehen kann. So. Noch ein Schattenquasar. Achso, wir sind jetzt im Wunderland, ne? Ja. Das heißt, ich werde wieder dieses Schlüsselschwert ausrüsten. Das war, glaube ich, in der letzten Folge, wo ich erzählt habe, dass die Verbindung von Wunderland halt zu diesem einen Weg führen würde. Naja. Ist auch egal. Und wieder ein Gegner erledigt. Gute Arbeit, Kindchen. Ist es nur meine Vorstellung oder sind diese Herzlosen aus einer anderen Welt? Aber wir können darüber nicht später reden. Keine Zeit für Unterhaltung. Sie wurden in Agrabah gesehen. Das ging schnell. Das war, glaube ich, nur eine einzige Quest im Wunderland, oder? Aber ich finde, diese Quest hier, wo man einfach Herzlose jagen soll, das wirkt halt auch einfach nur so, wie wir hatten keine Ideen, wollen halt einfach die Zeit füllen. Storytechnisch ergibt es Sinn, aber es ist halt trotzdem spielertechnisch sehr langweilig gewesen. Bist du schon fast da? Ich kann es fühlen. So. Gut. Vielen Dank. Ich weiß nicht, wie ich das hätte kommen sehen können, außer natürlich vielleicht. Naja, das ist jetzt nicht wichtig. Wer ist bereit für eine Reise zurück nach Daybreak Town? Storytechnisch war es auch nur eine Quest. Gameplay-technisch einfach 6. Gut. Und dann sind wir wieder in Daybreak Town. Zeit totschlagen. Was praktisch der direkte zu. An der Stelle habe ich mir halt wirklich direkt gesagt, weißt du, das Ganze fühlt sich einfach so an, als wäre es Zeitschinden. Und jetzt ist es buchstäblich der Titel Zeitschinden. Ich schau mal, was ich so finden kann über die Schattenquasar-Herzlosen. Oh, entspann dich ein bisschen, okay? Geh sicher, dass die Herzlosen dir keinen Ärger machen werden, Shiri dir die Situation näher betrachtet. Gucken, ist hier unten gerade einer? Oh ja. Irgendwie war ich der Meinung, dass es schon das Ende ist, aber ne. Noch einer. Von den Schatten quasi haben. Aber das Ziel ist halt der hier.
Zeit totschlagen, Teil 6. Auf den Dächern. Oh, ich glaube, das war eine richtig ekelhafte Quest in Portmode. Sollte es mir möglich sein, das ganze Spiel nochmal PC zu spielen, werde ich das wahrscheinlich auch noch machen müssen. Dann zeige ich das auch alles. Wegen der Zeit. Ich habe ein bisschen unsere Situation durchgesehen. Also, es wird auch Zeit. Ich habe die Situation mir ein bisschen betrachtet. Erinnerst du dich auch an die Schatten quasi Herzlosen? Nun, es ist genau wie ich gedacht habe. Sie kommen von einer anderen Welt. Das bedeutet, es gibt noch eine andere Welt da draußen, die von Herzlosen invasiert ist. Aber du kannst dich um die kümmern, richtig? So, das ist doch ein Kinderspiel für dich. Das, der Kampfgeist. Eine neue Welt bedeutet die Kraft eines neuen Schlüsselschwerts. Ist es nicht erfreulich? Das ist doch erfreulich, richtig? Die Dinge werden bestimmt ziemlich tough werden. Also wirst du all die Hilfe brauchen, die du kriegen kannst. Bereit? Dann streck dein Schlüsselfeld aus. Und auf zu einer neuen Welt. Ich weiß auch schon, welche Welt es wohl sein wird. Willkommen in der Arena des Olymps. Welchen nehmen wir denn da mal? Geht immer so. Olympus Colosseum. Wird doch Zeit! Die Anmeldung wird jede Minute geschlossen sein. Warte, wer bist du? Hier ist das ist kein Ort für Kinder. Geh weg. Scram, ich muss mal gucken, was heißt denn Scram? Okay. Ich scher dich weg. Du bist spät, Herk. Wo warst du? Sorry für. Pegasus wollte mich nicht gehen lassen. Du weißt doch, wie er sein kann. Wer ist das? Der weiß schon. Wahrscheinlich nur ein anderer möchte gern Teilnehmer. Alle Mann denken, die haben das, was es braucht, um ein Held zu werden. Da ist irgendwas in diesem Kind. Eine wirklich, eine echte Stärke. Warum sollten wir unserem Freundchen nicht einen Versuch geben? Du machst doch Scherze, oder? Dieses Weichei? Niemals. Abgesehen davon sind alle Plätze gefüllt. Oh, also dann. Ich weiß. Ich werde einfach meinen Platz aufgeben.
Du kannst das nicht ernst meinen. Ich dachte, du möchtest eine Woche Held sein und... Trau mir da hier, okay? Ich muss jetzt gehen, also brauche ich dich, dass du dich hier um die Dinge kümmerst, wenn ich weg bin. Gut, gut. Geh, mach dein Ding. Ich werde mich um das Kind kümmern. Danke, Phil. Ich schuld dir was. Du schuldest mir mehr als eine Sache, das weißt du. Keine Sorge, du bist in guten Händen mit Phil. Viel Glück. Du weißt niemals, du wirst niemals wissen. Mit harter Arbeit wirst du vielleicht wirklich mal ein Held. Du hast ihn gehört. Lass, geh rein und melde dich an. Such mich auf, wenn du bereit bist. Wärm dich auf für das Turnier, in dem du die Herzlose besiegst. Ja. Mach dich bereit, Kind. Sie werden es dir nicht einfach machen, bloß weil du ein Anfänger bist. Ach Quatsch. Machen wir es schon super einfach. Bereit, Kind? Die Vorrunden fangen gleich an. Lass uns mal sehen, was du so kannst. Okay. Vor Runde 1. Das sind ganz kurze Quests. Da gibt es maximal hier noch so ein Ei als extra Gegner. Und dann, ja, es ist nur diese Kampfarena und... Oh, das ist schon das Ziel. Deswegen mochte ich die Arena am Anfang sehr. Einfach kurze Quests. Nicht schlecht. Aber ist noch lange nicht vorbei. Runde 3. Okay. Gute Arbeit. Der nächste bewegt sich schnell. Also solltest du nicht mal blinzeln. Naja, schnell ist relativ. Speed Metal, ja. Es sind Speed Types, aber wieder hin und her wurbelt, kann ich nicht wirklich sagen, was schnell ist. Ja, das war Vorrunde Nummer 7.
Du bist schon fast da, Kindchen. Die nächste Gruppe Leute sind ziemlich Draufgänger. Er wird dich in 2 Sekunden umhauen, wenn du nicht vorsichtig bist. So. Vorrunde, letzte Runde. Die machen wir noch. Danach geht's auch schon wieder nach Akraba, wie es aussieht. Gewinnst du das, dann bist du drin. Also, konzentrier dich. Ja, easy. Du hast die Vorrunde bestanden. Gute Arbeit, Kindchen. Ich wusste, dass du es in dir hast. Von dem Moment, als ich meine Augen auf dich geworfen habe. Was? Das ist nicht so, wie du dich erinnerst? Hm. Hab ich das einen Schlag zu viel auf deinen Kopf gekriegt? Jedenfalls ruh dich jetzt aus. Das Turnier ist für jetzt für eine Weile ausgesetzt. Ich werde dich wissen lassen, wenn es wieder Zeit ist. Glückwunsch, du hast es ins Turnier geschafft. Aber es gibt keine Zeit jetzt zu feiern. Es gibt immer noch Ärger, der sich in einer anderen Welt zusammenbraut. Worauf wartest du? Los geht's! Ja, beim nächsten Mal müssen wir dann Aladdin suchen. In Agrabah. Das soll es aber für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und ciao.